So, Freunde, wir befinden uns immer noch im Powerhouse Gym in Öhringen, in meiner Heimat, und trainieren heute gemeinsam mein neues Push-Training mit Brustfokus. Warum neu? Ganz einfach, ich habe ein bisschen mehr Volumen jetzt für meinen gesamten Körper eigentlich. Ich bin ein bisschen weg von diesem kompletten Hit-Training, habe immer noch Hit-Bausteine bei Übungen mit dabei, aber auch viel Volumen, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mega gut darauf anspreche. Wir machen jetzt hier nochmal einen letzten Aufwärmsatz. Und dann fangen wir an mit dem ersten schweren Satz. Hier Incline Hammer Strength Brustpresse. Absolut geiles Teil. Kann ich jedem empfehlen, der es zu Hause oder bei sich im Gym stehen hat. Zu Hause haben es die wenigsten, im Gym mehrere. Ja, dann machen wir zwei schwere Sätze. Ein so 8 bis 10 Wiederholungen. Und den zweiten Satz dann mit etwas weniger Gewicht und trotzdem so 10 Wiederholungen anpeilen. Hier übrigens, wenn ihr Schwierigkeiten habt, in die Position zu kommen, kann ich jedem empfehlen, einfach so ein paar, entweder diese Taue zu nutzen oder so ein paar Unterlagen. Dadurch kommt ihr einfach besser in die Presse rein. Also letzter Aufwärmsatz, ich mache nur 1 bis 2 Wiederholungen, damit sich mein Nervensystem so ein bisschen aufwärmt und ich mir keine Leistung schaue. Ganz locker. Jetzt packe ich mein Arbeitsgewicht drauf und dann geht's los. Jetzt 92,5 Kilo pro Seite für 8. Beim letzten habe ich 90 Kilo mal 10 geschafft, das heißt ein bisschen mehr Gewicht, etwas weniger Reps. Ja, jetzt versuche ich da einfach in den nächsten Trainingszehn Wiederholungen zu erreichen und dann läuft das mit dem Progress. Jetzt reduziere ich das Gewicht auf 80 Kilo pro Seite und mache noch einen zweiten Satz. So, ich gucke jetzt. Ich habe hier praktisch mein Logbuch immer und gucke jetzt, was ich beim letzten Mal geschafft habe und was ich diesmal schaffe. Und so schreibe ich mir das Ganze in meinen iPhone-Notizen auf. So, jetzt zweiter Satz sind 80 Kilo. Ich werde versuchen, 11 zu schaffen. Heute ist kein guter Tag. Ja, nee, war gut, hat sich sehr gut angefühlt. Hier noch zum Schluss ein bisschen Half Reps, einfach um den Stretch zu überladen. Und jetzt geht's schon weiter mit der nächsten Übung. So, wenn ihr weiterhin so geilen Videocontent sehen wollt, dann könnt ihr mich sehr gerne auf big-zone.de mit meinem Code JAM10 unterstützen. Um im Training voll versorgt zu sein, trinke ich aktuell 50 Gramm Clusterdextrin, 2 Portionen EAAs im Geschmack Ananas, sprich 36 Gramm EAAs, 10 Gramm Kreatin, 8 Gramm Citrullin und 2 Gramm Salz. Euer Pump bleibt bestehen, eure Leistung bleibt bestehen und ihr seid hydriert. Also checkt Big Zone ab und unterstützt mich. So, das war jetzt kein richtiger Aufwärmsatz, es war einfach ein Einfühlsatz in die Übung, in die neue Maschine. Jetzt eine gerade Brustpresse von Nautilus. Mega geiles Gerät, geht vorne auch zusammen. Fühlt sich ultra smooth an. Ja, hier machen wir auch 2 Sätze, auch Richtung Hit. Sprich so 8 bis 10 Wiederholungen im ersten und dann so 10 bis 15 im zweiten Satz.
Und dann geht es Richtung Volumen. Das wird spannend. So, erster Arbeitssatz jetzt. Alle Wiederholungen. Das war jetzt tatsächlich ein PR. Es waren so 11 3/4 Wiederholungen. Beim letzten Mal habe ich 10 geschafft. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Ansonsten könnt ihr mich ja kurz verbessern. Ja, erster Satz. Die Brustpresse ist geil. So, nächste Übung. Sagt man so schön hier im Schwabländle. Eine Incline-Presse, hier auch von Nautilus. Nehme ich jetzt im engen Griff. Passt mir ganz gut. Fühlt sich auch brutal an. Man trifft hier vor allem die Clavicular Fibers, also die oberen Brustmuskelfaser, die hier am Clavicular Gelenk dran sind. Und durch diesen engen Griff habt ihr auch echt den perfekten Griff für den Faserverlauf. Um nochmal den Erklärbär zu spielen. Machen wir auch 2 Sätze, aber in einem höheren Wiederholungsbereich, so 12 bis 15. Das heißt, Gewicht wird jetzt nicht mehr allzu schwer. Viel Gewicht habe ich jetzt bei den ersten 2 Übungen geballert. Ich benutze hier immer Ellenbogenbandagen, keine Wickelbandagen, einfach nur für ein bisschen Support und Wärme. Ich fühle mich damit einfach besser. Sind jetzt von The Most Hated, könnt ihr erwerben im Shop. Ich trage, glaube ich, die Größe XL und das sind die Double Ply, die mag ich ein bisschen mehr. Sind einfach ein bisschen dicker, geben noch einen Ticken mehr Support. Roman Fritz sagt, das ist Cheaten. Ich sag, es ist kein Cheaten. Ich war mir gerade unsicher. Ich kenne die Geräte, also die Geräte sind einfach schon ein bisschen zu neu bzw. zu alt, dass ich noch weiß, was ich damals benutzt habe an Gewichten. Deswegen muss ich mich hier rantasten. Das Muskelversagen und das ist auch ein richtig gutes Feeling. Also wenn ihr Zugriff zu Nautilus-Geräten habt, nutzt diese, safe. Ich mache jetzt noch einen Satz, den filmen wir nicht. Der härteste Satz wurde abgefilmt. Das heißt, jetzt geht's weiter mit der nächsten Übung. Jetzt machen wir hier die White Chest Press von Hammer, einarmig. Habe ich mir tatsächlich vom lieben Urs Kaliczynski abgeschaut. Ist richtig cool, weil du von außen nach innen reingehst, richtig reindrücken kannst. Und der Pump und das Feeling einfach nochmal richtig geil ist zum Ende hin. Auch nicht viel Gewicht, sondern mehr kontrolliert arbeiten. 2 Sätze, Wiederholungsbereich so 15 plus, also wirklich High Rep. Ich halte mich hier oben fest und drücke da ein bisschen dagegen, damit ich stabil bin. Nehme hier wirklich einen engen Griff. Zack. Puh.
Okay. Also ihr könnt wirklich von hier nach da in eure Brust drücken. Und das ist auch die Funktion der Brust. Adduktion der Arme. Ja? Den Arm von außen nach innen bringen. Das heißt, ihr deckt hier die volle Funktion der Brust ab. Habt einen brutalen Stretch, eine brutale Kontraktion. Try it. So, genug gedrückt. Jetzt gibt es noch zwei Sätze Fleiß am Kabel, um nochmal schön die Brust zu verkürzen, zu kontrahieren. Und dann geht's ans Ende vom Training. Zwei Seithebevarianten. Auch hier wieder ein Einfühlsatz, um in die Übung reinzukommen. Ist einfach eine ganz andere Bewegung als davor. Und dann zwei Arbeitssätze, auch wieder höheres Volumen, mehr Wiederholungen, auch so Richtung 15, genau. Wichtig, worauf ihr achten solltet bei der Fly-Variante ist, dass wenn ihr in den Stretch geht, winkelt ruhig eure Arme leicht an, sonst ist die Belastung auf die Bizepssehne extrem hoch und wir alle wollen eine gesunde Bizepssehne und keine verletzte. So gegen Ende hin, gerade bei so einer Übung, wo ich weiß, wie ich sie ausführen muss, kann man auch ein bisschen Schwung nochmal nehmen, um die letzten Reps rauszuholen. Ja, müsst ihr halt aufpassen. Würde ich einem Anfänger jetzt nicht empfehlen, aber ich versuche es einfach, um den Reiz zu maximieren. So, die erste Übung für meine seitliche Schulter ist Seitheben am Kabel. Einfach komplett von unten raus. Habt ihr den größten Widerstand mitten in der Position, also mitten in der Range. Ich habe jetzt einfach keine Lust auf Kurzhanteln, habe ich beim letzten Training gemacht. Dementsprechend heute am Kabel. Und das Feeling hier ist auch mega cool. Cool, mega gut. Vor allem, weil die Kabelzüge einfach extrem nice laufen. Davon gibt es drei Sätze. Wiederholungsbereich alle. Und ich gehe da auch ruhig, also geht da ruhig ein bisschen über 90 Grad, weil eure seitliche Schulter eigentlich erst hier komplett kontrahiert. Ja, das ist ein Mythos von damals. Ihr könnt ruhig über 90 Grad gehen. So, letzter Satz hier. Dann haben wir drei Stück und dann geht es an der Maschine weiter. Und da ballern wir auch High Rep. Ich habe jetzt gemerkt, bei mir, ich habe ein bisschen Ellenbogenprobleme in letzter Zeit. Muss ich direkt mal zum Physio, hier direkt am Ansatz, gerade jetzt beim Seitheben und auch bei jeglichen Trizepsübungen, vor allem rechts jetzt, sind beide Seiten tun ein bisschen weh. Ich werde älter, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen und öfters zum Physio. Dennis Reinhold hat mir da tatsächlich einen guten Tipp gegeben, dass ich mir da einfach mit einem harten Ball so ein bisschen rummassieren soll. Also falls ihr solche Probleme habt, geht unbedingt mal zum Physio und lasst euch behandeln, weil langfristig in diesem Sport gut zu sein, bedeutet auch langfristig gesund zu bleiben.
Jetzt geht's weiter. Wir haben hier eine wunderschöne Seithebemaschine von Icarian. Vorteil bei der Maschine ist, dass ihr wirklich so leicht nach vorne setzt und somit viel besser die seitliche Schulter beanspruchen könnt. Die meisten Seithebemaschinen sind wirklich Schrott, weil ihr irgendwie voll gerade sitzt. Dementsprechend kann ich nicht jede Seithebemaschine empfehlen. Hier machen wir jetzt einfach 3 Sätze, bis nichts mehr geht. Sehr kurze Pausen, wirklich nochmal den Pump maximieren und die Faszien dehnen. So, ich nehme da auch wirklich die Half Reps am Ende mit, um einfach maximal zu stimulieren, zu isolieren, wie auch immer. Und es brennt wirklich abartig. So, Freunde, das war mein neues Push-Training. Wenn ihr jetzt meine Form begutachten wollt, ja, dann könnt ihr warten aufs nächste Video, denn dann gibt es ein Form-Update mit aktuell ca. 120 Kilo. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da, Glocke aktivieren, sonst kriegt ihr nicht mit, wenn ein Video online kommt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für jeden, der bis hierhin geschaut hat. Kuss geht raus, tschüss und bis zum nächsten Mal.